8 als erster Teilnehmer auf dem Gelauf. Die nächste Teilnehmerin, die sich präsentiert, ist Vanita Express, die Startnummer 6. Preis von Dieppe wird das sein. Auftakt auch zur heutigen V5-Wette. Wir haben eine Garantieauszahlung von 2.222 Euro in diesem. Start frei. Start ist frei für unser erstes Rennen am heutigen Donnerstag. Der Preis von Dieppe mit insgesamt 10 Teilnehmern bestimmt. Die 1 Sandra Markus Bock, die 2 Gentles aus Jochen Holzschuh, die 3 Alme Fuhl und Rob de Vita, die 4 Robin Gott. Start Nummer 5 in Fristin, schauen wir die 6 bei Vita Express. Und vor Publikum jetzt das Feld unverändert angeführt von Netflix. Gentles saß der direkt dahinter in den Rücken in zweiter Position. Liegt das mal in den der Seite 14.6, der dritte Abschnitt, und Netflix an der Spitze marschiert, kommt mit der Führung auf die Zielgeraden, aber Live Life ist da, lässt sich nicht abschütteln und saugt sich noch einmal heran in der Mitte der Bahn. Netflix und Live Life, die Siegentscheidung hier zwischen Netflix und Live Life, der weicht so ein bisschen nach außen, aber trotzdem jetzt einen leichten Vorteil. Netflix ihnen versucht noch mal zu kontern. Netflix und Live Life, ganz außen an den Rails, da ist zum Glück kein Zuschauer hier. Zahlreiche Bodenzertifizierungen. Mehr als verdient. Wir gratulieren Siegfahrer Jan Thiering zu diesem Coup mit Live Life. Wenn wir nach vorne gehen zum Pferd. Ja, genau. Kurz eine Live-Life-Foto. Ja. So, der junge Mann da, komm mal mit ran, mach mal ein schönes Foto. Guck mal, neben Uwe da. Genau, kannst du mitkommen. Ja, du kannst auch mitkommen. Ja, nur den Kleinen. Welche Kamera gucke ich rein? Da hier, am besten da oder hier bei Kira. Da ist jetzt unsere. Oh, danke. Wollen wir noch eins? Wir ja, wenn wir noch eins hinkriegen würden, wäre gut. Noch eins. Sorry. So, junger Mann, ist die Seite. Super, vielen Dank. Danke. So, ja. Jetzt komme ich auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, danke schön. War jetzt so ein Der Sieg war jetzt langsam verdient. Der hat immer gute Leistung gezeigt. Und heute war er mal wieder dran. Also ich habe es gehofft und es hat geklappt. Ich muss es jetzt ehrlich gestehen mit dem Rennverlauf. Du musst es ja relativ, du bist relativ früh raus. Habe ich gedacht, das wird jetzt halt die schnellste Phase des Rennens. Und im Einlauf hätte man ja nicht auch Pinsel in die Hand drücken können, dann hätte vielleicht die Barriere ein bisschen geschnitten.
Ja, das stimmt. Und es war ein bisschen mein Vorteil, dass von außen nichts mehr kam, dass wir alleine waren. Dann konnte ich ein bisschen genau da lassen, wo er hin wollte. Wenn ich ihn selber hätte korrigieren müssen, hätte ich viel Schwung verloren. Das war die letzte Mal der Fall. Das war eigentlich ganz gut. Das Pferd gefällt mir wahrscheinlich gut, wenn du ihn hier so siehst, der ist ja wirklich nicht besonders groß, also nicht viel größer als ein Pony im Ponyrennen, der eine oder andere, aber er hat ein riesen Kämpferherz. In Hamburg hast du unwahrscheinlich Pech gehabt. Ja, das stimmt, in Hamburg haben wir extrem Pech mit. Ja, er ist klein, aber sehr stark, der geht doch aus jeder Lage, also der kann fast alles, also, ja, was soll ich dazu sagen? Gratuliere erstmal nach Hause zu Lars, unsere Ecke, Zing, super vorbereitet. Ja. Im zweiten Rennen, Amiral Retz, läuft leider nicht an dieser Stelle gute Besserung, aber im dritten Rennen steuerst du Itzeblitz, die zweite Farbe, aus dem Stall Holzschuh. Kannst du den weghauen, dein Chef? Oh, das wird schwer. Ich glaube, da habe ich auch die neuen. Wir hoffentlich auch ein gutes Rennen kriegen an einer Kante. Und dann schauen wir, wo er hinläuft. Wir wollen Geld verdienen, so weit vorne sein wie möglich, aber für die ganz vorne wird es jetzt wirklich schwer. Nochmal herzlichen Glückwunsch, kommt gut in den Stall. Einmal ihr wollt den Applaus bitte für Jan Thiering, für Liebleib, mit Sicht von Lars-Erik Lahr, ebenso trainiert von Lars-Erik Lahr. Jetzt geht er schon in seine Box. Dann wird er nach dem Geduscht. Und dann sind wir entspannt.